Meine Damen und Herren, mit 16 Jahren hat er sich vorgenommen, die Stimme der Meere zu werden. Und er wurde die Stimme der Meere. Er wurde Meeresbiologe. Er ist Herausgeber der Zeitschrift Mare. Begrüßen Sie von Herzen Nikolaus Gelbke. Lieber Nikolaus Gelbke, wie kommt man mit 16 Jahren darauf, die Stimme der Meere werden zu wollen? Das könnte auch von André Heller kommen. Ich bin die Stimme der Meere. Ja, der ist Österreicher, da passt das. Nee, das war von mir immer ein Wunsch. Ich hatte immer eine große Verbindung zum Meer. Und mit 16 glaubt man ja, man kann alles. Und da war der Wunsch so mehr, dass ich dann eben dachte, ich muss diese romantische Ader bei mir auch umsetzen in mediale Aufmerksamkeit. Also nicht für mich, sondern für die Meere. Herr Gelbke, Sie sind Schweizer. Das ist richtig, wie kommt man denn in der Schweiz mit 16 auf die Idee, die Stimme der Meere sein zu wollen? Man fährt hin. Ach so. Ja. Wie war die erste Begegnung mit dem Meer? Das war nördlich von Neapel und da waren große Wellen und ich konnte gar nicht schwimmen. Und ich bin in die Welle eingetaucht und blieb unten und fand es super. Und da fing das Problem an, weil normalerweise Kinder ja Angst haben, wenn sie runtergedrückt werden in der Welle. Und ich fand das ganz toll. Und meine Mutter hatte Angst, aber ich fand es super. Und das hat sich eigentlich immer so, da habe ich gemerkt, ich habe offensichtlich eine Beziehung dazu. Ich hatte nie Angst. Herr Gelbke, wann war der Moment da unten, wo Sie es nicht mehr super fanden? Also irgendwann möchte man wieder nach oben. Nee, man kommt ja automatisch nach oben in der Welle und dann kommt die nächste. Und nach so der dritten oder vierten Welle, wenn man überhaupt keine Luft mehr kriegt, da habe ich wahnsinnig Angst bekommen. Da habe ich das Wort Aiuto gelernt in Italien. Das heißt? Hilfe. Aiuto. Ach so, Aiuto. Aiuto. Ach so, Aiuto heißt Hilfe. Weiß ich doch nicht. Ich bin ja kein Weltbürger. Ich bin ja ein biederer Norddeutscher, der froh ist, hier sein Gnadenbrot fressen zu dürfen. Egal. So, später wurde Elisabeth Mann-Borghese, Tochter von Thomas Mann. Ja, sie wurde ihre Mentorin. Welche Rolle hat Frau Borghese in ihrem Leben gespielt? Ach, ganz vielfältig. Das war so eine Ersatzmutter. Ich habe sie halt kennengelernt, als ich sehr jung war. Und dann habe ich einen Haushalt gemacht. Ursprünglich war ich hier Dogsitter. Dann habe ich einen Haushalt gemacht. Und dann lernt man sich halt sehr gut kennen, wenn man den ganzen Tag zusammen verbringt, die ganzen Abende. Und das war schon eine Art Mutterersatz. Das ist dann eben sehr vielfältig. So ein Verhältnis zu so einer Frau, also so einer Ersatzmutter, ist natürlich ein sehr emotionales. Auf der einen Seite vergöttert man sie oder findet sie ganz toll. Und auf der anderen Seite ist man stinksauer, wenn man putzen muss morgens um 5. Sie war Ökologin, muss man dazu sagen. Nein, sie war Politikerin. Politikerin? Ja, also eigentlich war sie nur Pianistin. Die einzige Ausbildung, die sie hatte, war Konzertpianistin in Zürich. Ja. Und als ich sie kennenlernte, war sie Professorin für Meerespolitik im Grunde genommen. Und alles selbst beigebracht. Und war eigentlich die große Stimme der Meere und ist verantwortlich für das neue internationale Seerecht, was das größte, umfassendste Recht ist auf der Welt, was wir je hatten. Und das hat sie maßgeblich vorangetrieben. Aber Sie sind dem Ruf von Frau Borghese nicht gleich gefolgt. Sie sind erst mal nach Kanada, als junger Bub nach Kanada. Das war sie. Ich bin nach Kanada. Ich musste nach Kanada, um sie kennenzulernen. Sie lebt in Halifax. Und da war ich dann bei ihr und sie ist schuld, dass ich hier bin, weil sie hat dann gesagt, ich muss was Anständiges lernen. Ich wollte ja sofort werden wie sie und das geht ja nicht. Und dann hat sie gesagt, lern was Anständiges, werd Wissenschaftler. Und damals war Kiel der Ort, wo man Meereskunde studieren konnte. Und dann bin ich in dieses kalte, graue, kleine Kiel, wo der Kaffee so schlecht schmeckte. Hat sich übrigens total geändert. Heute eine Kiel Perle des Barock. Das Florenz von Schleswig-Holstein. Das Florenz von Schleswig-Holstein. Immer schönes Wetter, guten Kaffee. Ja. Ich bin totaler Kiel-Fan geworden. Und vor allem eine Sache gibt es nicht mehr. Es gibt nicht mehr diese fiesen Kännchen. Wo dann draußen nur Kännchen? Ja, diese Kännchen, wo die Milch, also die Milchersatz. Wir reden vom Schibo-Depot. Ja, wir reden von den gelblichen Rändern an diesen Kännchen. Das war in den 80er Jahren noch en vogue. Wenn man Kaffee bestellte, haben wir diese Plastikkännchen bekommen. Schick. Das war fürchterlich. Wie ist das Verhältnis gewesen? Frau Borghese ist gestorben vor 8. Februar 2002. Also jetzt, wie sind Sie voneinander geschieden? Wie war Ihr Verhältnis zueinander? Sie waren mal hier in der Sendung Ende der 90er. Ja, war ich mit dabei. Und war eine sehr beeindruckende Erscheinung. Also ich hab mit ihr abends um 10 noch telefoniert. Da hat sie noch einen Whisky getrunken an der Bar in St. Moritz. War noch mit ihrem Skilehrer die schwarze Piste gefahren mit 81. War hochvergnügt, hat jeden Abend ihren Whisky getrunken, auch da. Und um 3 Uhr morgens hat das Handy geklingelt und war sie tot. Und dann war ich mit 40 Grad Fieber eine Woche im Bett. Das ist auch ganz seltsam. Sie sollten ihre Nachfolge antreten, haben aber erst mal die Zeitschrift Mare gegründet.
Warum haben Sie sich so als Verleger gefühlt, verpflichtet gefühlt, dem Meer eine Zeitung zu widmen, eine Zeitschrift zu widmen? Ach, die Idee kam bei meiner Doktorarbeit, dass ich den Spiegel gelesen habe und das Inhaltsverzeichnis hat mich eigentlich, ich dachte eigentlich, es ist frech, dass der Spiegel die Welt im Inhaltsverzeichnis so abbildet, wie er es darstellt. Und dachte, eigentlich könnte ich auch eine Zeitschrift machen über die Meere, so wie der Spiegel. Das war eine, ja, keine ernstgenommene Idee. Und dann habe ich aber mit drei Freundinnen in Berlin die Idee trotzdem vorangetrieben und die ist dann irgendwann nach 2 Jahren ernst geworden. Aber wir waren alle nie in den Medien, sonst hätten wir es wahrscheinlich auch nie gemacht, hätten wir gewusst, was auf uns zukommt, waren total naiv und haben einfach diese Zeitschrift ins Leben gerufen nach 2 Jahren und dann haben alle Journalisten, alle Kollegen geschrieben, die ist zu schön, als dass es funktionieren könnte und dann haben ganz viele Leute gekauft, um das zu überprüfen und dann... Ich bin ja verpflichtet, hier kein Product Placement zu machen. Ist mir bei Gedeih und Verderb verboten. Aber da Sie ja eine Geschäftsbeziehung zum NDR haben und dieses wunderbare Magazin Mare TV machen, darf ich ja zumindest erwähnen, dass ich Mare abonniert habe und es Frau Fischer nicht bereue. Es ist jetzt... Nein, das ist wirklich eine... Mare ist ein wunderbares Magazin. Es ist jetzt ein Buchverlag noch dazugekommen und Sie sind Präsident des International Ocean Institutes. Was ist die Aufgabe des Instituts? Das ist die Organisation, die Elisabeth gegründet hat, 67. Und die Organisation ist in 26 Ländern tätig und vermittelt im Grunde genommen die Möglichkeiten, die das neue Seerecht bietet in Drittweltländer. Das heißt, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten heute für Länder in der dritten Welt, ihre eigenen Ressourcen zu nutzen. Und früher gehörte halt das Meer den Stärksten. Amerikanern, Deutschen, Russen. Die konnten ausbeuten, was sie wollten an Öl und Gas und Fischen. Und inzwischen gibt es halt Regelungen, dass diese Länder auch ihre eigenen Hoheitsgewässer auch nutzen können. Oh. Und die wissen das oft nicht und werden da geschult. Das ist eine der Hauptaufgaben, die wir machen. Sie bringen ja jedes Jahr den World Ocean Review heraus. Mhm. Und der befasst sich mit dem Zustand der Meere. Und man hört ja, es ist ja gut, jetzt mal mit Ihnen so zu sprechen, weil Sie es ja wirklich wissen, wie steht es um unser Meer? Ich fürchte, nicht so gut. Also es wäre so ein Multiorganversagen beim Patienten. Das, was wir immer wahrnehmen, dass wenn eine Mülltüte durchs Meer schwimmt und alle sagen, oh Gott, der Plastikmüll, das ist eigentlich relativ harmlos. Mhm. Auch wenn mal ein paar Seevögel verenden oder Delfine verenden nach einem Ölunfall, ist auch relativ harmlos. Das klingt hart, das sind aber lokale, vorübergehende Sachen. Das Schwierige beim Meer ist eigentlich der Klimawandel auch, weil die Meere nehmen die Hälfte sämtlichen CO2s auf, was wir produzieren. Mhm. Und wenn sie so viel Säure aufnehmen, versauern sie mit der Zeit. Die Meere werden immer saurer und wenn sie einen sauren pH haben, lösen sich Kalkschalen auf. Das heißt, der pH-Wert des Meeres verändert sich. Das heißt, die gesamte Artenzusammensetzung verändert sich und die Meere werden wärmer. Und die Biologie ist halt sehr genau eindosiert in den pH und in die verschiedenen Temperaturbereiche. Und wenn Sie an so einem zwei Rädern drehen,